Hallo da draußen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Belichtungsmessung Teil 2, eher gesagt 1b, weil es geht nochmal so ein bisschen auf das andere Video ein. Link blende ich euch hier irgendwo ein, was ich letzte Woche online gestellt habe. Ja, Belichtungsmessung. Also, es ist sehr merkwürdig in der Fotografie. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, Kameratechnik, das ist irgendwie alles, da sollte man ein bisschen Abstand gewinnen, das hindert nur, man sollte einfach Fotos machen. Natürlich sollte man Fotos machen, man muss auch Fotos machen, man muss auch Fehler machen, also falsche, schlechte Bilder, damit man irgendwann mal vielleicht auch rechtzeitig begreift, ich muss doch ein bisschen was über meine Kamera, über Kameratechnik lernen, damit ich besser werde. Egal, ob die Kamera 14 Blendenstufen Dynamik hat oder nicht. Gibt auch noch welche, die schlechter sind. Es ist einfach notwendig oder sagen wir mal sinnvoll zu lernen. Und ich glaube, kein Mensch da draußen auf der Welt wird diese Sache mir streitig machen wollen. Lernen ist überall, egal ob ihr fotografiert, ob ihr Auto fahrt, ob ihr euren Beruf richtig machen wollt. Lernen und Weiterbildung, das ist ja dann das Nächste, ist wichtig. Man kann eine Kamera sich kaufen, man kann knipsen, man muss erstmal keine Ahnung haben. Aber, und das sieht man ja auch an diversen Videos da draußen, die sich ganz, ganz speziell an die Anfänger richten, so nach dem Motto, die 1000 Fehlerquellen, die Anfänger eben machen. Und dann gibt es aber auch Trainer, die sagen, ach, Kameratechnik, nein, das interessiert mich nicht, da sage ich auch nichts zu. Gibt es auch Leute, die bewusst sagen, über Kameratechnik, ich kann meine bedienen, ihr müsst eure bedienen, aber ich sage dazu nichts. Weil da müsste ich ja über alle Kameras was sagen, geht auch nicht. Aber der Belichtungsmesser, der funktioniert halt irgendwo überall gleich, normalerweise. Gut, also, lernen. Zonensystem habe ich genannt. Ich glaube, dass das Wissen, also da gibt es so eine Grafik, ich erkläre das euch, weil ich kann euch keine einblenden, weil da würde ich mit den ursprünglichen Herstellern dieser Grafik jeweils Probleme kriegen. Aber wenn ihr eine Webseite findet über Zonensystem, dann werdet ihr das sehen. Das ist im Prinzip ein Graukeil, der aus 10, 11, 12 Stufen besteht. Zone 0 ist schwarz, eigentlich ist Zone 12 richtig weiß, strahlendes Weiß. Das liegt aber an der Energie, das ist halt die Sonne, glaube ich. Und da stehen drunter irgendwelche Sachen, so nach dem Motto Tiefschwarz, leichtes Schwarz, Schwarz mit Zeichnung und so weiter. Zone 5 ist grau, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Das hier ist Zone 5, ja. Und jetzt ist es eben an euch zu wissen, hey, Moment, ich habe hier kein Grau vor mir, ich habe eine weiße Hauswand mit Struktur, da soll man noch was sehen, das ist Zone 7. Und dann stellt man zwei Blenden ein, weil jede Zone entspricht einer Blende. Die Kamera macht Grau aus Weiß, ich möchte aber Weiß haben, also zwei Blenden überbelichten und schon stimmt das wieder. Und im Live-View könnt ihr das auch noch kontrollieren, das ist ja das Schöne. Und darum geht's. So, eine Sache ganz wichtig. Am Anfang werdet ihr durch das Nachdenken langsamer werden. Aber hinten raus, wenn ihr zu Hause seid und besser belichtete Bilder habt, habt ihr weniger Probleme im RAW-Konverter, die Bilder zu bearbeiten. Vielleicht könnt ihr sogar wirklich fast alle mit etwa einer gleichen Entwicklungseinstellung in Lightroom bearbeiten, schmeißt nur noch die schlechten weg und macht dann am ein oder anderen Bild ein paar Feinheiten. Und unterm Strich gesehen werdet ihr schneller werden und auch dann schneller bleiben und sein, wenn ihr das mal auch bei der Belichtung schon automatisch macht, so eine Belichtungskorrektur. Ich stelle mich da auch nicht hin und denke drüber nach,
mache ich nicht. Ich drehe einfach. Ja, ich sehe mein Live-View, wenn ich manuell belichte, also im M-Modus, und dann, okay, das ist jetzt zu hell, dann mache ich es zum Beispiel mit der Belichtungszeit oder mit der Blende oder mit der ISO, kommt auch manchmal vor, und korrigiere einfach um den Betrag, wo ich denke, dass ich falsch liege. Und das ist dieses müsst ihr rauskriegen, das müsst ihr einfach üben. Da kommt ihr nicht dran vorbei, wenn ihr den persönlichen Ehrgeiz habt, besser zu werden. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nicht so viel dummes Zeug gelabert. Es kommt gleich noch ein Video, da habe ich mir auch schon was aufgeschrieben. Und das ist was Spezielles für die Sony-Leute, beziehungsweise es können auch andere Fotografen machen, wenn eure Kameras das können. Ich muss leider gestehen, ich habe es bei Canon, glaube ich, kann man es auch, aber nie verwendet. Dazu aber gleich mehr im Teil 3 zum Thema Belichtungsmessung.